Guten Morgen, Leute. So, heute geht's mal wieder auf die Jagd nach einem exotischen Schiff. Natürlich habe ich Koordinaten mitgebracht. Die habe ich von Shelvin in den Kommentaren bekommen. Danke an dieser Stelle dafür. Sehr cool. Und ursprünglich hat das Schiff wohl Medic 975 gefunden. Ist diesmal nicht auf einer Station, sondern unter Wasser. Ich bin echt mal gespannt. Zumal ich hier noch gar nicht weiß, ob das mit der aktuellen Version hier noch passt, ob das, also wie aktuell es ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich werde einfach mal die Koordinaten hier eingeben. Und dann machen wir mal hier den großen Testflug. Patsch, 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 patsch. Zack, zack. Ja, teilweise Koordinaten. Die gibt es natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Wie immer. So, dann schauen wir mal. Ich habe auch die Koordinaten auf dem Planeten. Das werde ich dann natürlich nicht mit der Aufnahme machen, weil das wird ja immer eine Weile dauern. Erstmal müssen wir gucken, wo wir landen. Auf welchem Planeten. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal. Ja. Medic 975. Der hat es entdeckt. Genau. Ist noch hier, 22. März. Gut, wir haben aktuell 29. März, also passt es wohl. Na, Halleluja, was ist denn hier schon wieder los? So, dann gucken wir mal. Da ist eine Basis. Da sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Planeten. Das ist sehr gut. So, jetzt muss ich die Koordinaten minus 32,17 und plus 154,71 ansteuern. Das werde ich machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon. Also hier haben schon sehr viele Leute Kommunikationsstationen aufgebaut. Und ja, Slowakei war in der Quarantäne. Ja, genau. Wir müssen uns ja irgendwie alle die Zeit vertreiben. Und das mache ich natürlich auch. Also, vom Portal aus rechts gucken und dann seht ihr ja schon diese schönen Stationen hier in weiter Ferne. Und genau hier ist die Position. Ich gucke mal kurz ins Schiffchen. So, wir haben hier minus 32 und plus 154. Ha! Easy peasy. So, jetzt müssen wir nur noch. Wo müssen wir hin? Da runter. Da ist ein unbekanntes Gebäude. 310 U entfernt. Ich werde einfach mal. Nein, ich habe keine Metallplatten. Warum habe ich denn keine Metallplatten? Die habe ich doch sonst immer. Und jetzt fehlt mir natürlich erstmal wieder alles. Okay, ich gehe mal kurz sammeln. So, bisschen Fritzstaub gesammelt. Halt, ja, passt nicht. Schiff im Weg. Alles klar. Ich fahre gerne mit einem Exofahrzeug unter Wasser, weil dann muss ich mir keine Sorgen um Sauerstoff machen. Auch wenn das immer ein bisschen dauert, bis das Fahrzeug hier mal sinkt. Das ist doch ganz schön tief. Blub, 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 blub. Wahrscheinlich hätte ich doch schwimmen sollen. Okay. Dann machen wir das mal doch so. Hier gibt es noch Sauerstoff. Hier gibt es nicht. Oh, das ist ja nett. Da ist ja. Ha!
Kann man sich mal kurz. Here is. Cool, Sauerstoff wird wieder aufgefüllt. Naja, dann ist es ja easy peasy. Dann ist es ja easy peasy. Aber da seht ihr das schon. Das schicke Schiff. Das ist ein Guppy. Ein Guppy. Exotisches Guppi-Schiffchen. Sehr schön. Muss natürlich repariert werden, wie alle gestrandeten Schiffe. Lass mal vergleichen. Ja, wir brauchen jetzt hier natürlich etliches an Mats. Eigentlich brauchen wir nur Startdüsen funktionieren. Ja, könnte man theoretisch dann gleich losmachen. Könnte ich jetzt beanspruchen. Hahaha. Mach ich aber nicht. Lass ich für euch liegen. Sauber. Also, das hat tatsächlich funktioniert. Easy peasy. Ich will mal hier wieder reingehen. Sehr schön. Very nice, genau, das sehe ich genauso. Also, danke nochmal an Chalvin und an den eigentlichen Finder, Medic 975. Und dann suchen wir, ja, mal weiter. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge so an schönen exotischen Schiffen bei rumkommt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da, Daumen hoch, Abo, ihr kennt ja diesen ganzen Quatsch. Ja, ihr könnt mir auch auf Twitter folgen, da kriegt ihr auch immer aktuelle Infos. Finde ich jetzt für die Kommunikation wesentlich besser als YouTube. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.